Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Steffi, und meinem Egon. Viele Hundehalter fragen mich, draußen ist mein Hund überhaupt gar nicht aufmerksam. Ich kann draußen gar nicht richtig mit dem in die Interaktion gehen. Der ist nur damit beschäftigt, zu schnüffeln und Zeitungen zu lesen. Drin klappt alles prima, aber draußen ist er überhaupt nicht bei mir. Wie ihr die Aufmerksamkeit eures Hundes draußen bekommt und auch halten könnt, gibt es einfache Tricks, die wir euch in diesem Video vorstellen. Oft ist es so tatsächlich, dass Hunde drin sehr viel mehr mit ihrem Besitzer beschäftigt sind als draußen. Das liegt ganz einfach daran, dass drin meistens mehr passiert als draußen. Drin beschäftigen sich die meisten Hundehalter mit ihren Hunden. Und draußen geht es dann nur darum, Gassi zu gehen. Allein diesen Gedanken, den müssen wir ein bisschen loswerden, denn grundsätzlich sollte es so sein, dass mit euch und eurem Hund draußen immer Action ist und drin eher weniger los ist. Drin wird geruht, zusammen Kontaktliegen betrieben oder auch ein bisschen Streichleinheiten, Kuscheln. Drin Ruhe. Und draußen geht es dann darum, wirklich interaktiv mit eurem Hund unterwegs zu sein. Als erstes ist es nun wichtig, dass wir überhaupt erstmal ein Signal haben, auf das unser Hund hin aufmerksam auf uns wird. Das ist in meinem Training das sogenannte Aufmerksamkeitssignal. Das Aufmerksamkeitssignal ist auch das erste große Thema im neuen Online-Kurs, der hört ja aufs Wort, das 1x1 des Grundgehorsams. Alle Informationen dazu findet ihr in der Infobox. Das sogenannte Aufmerksamkeitssignal sollte bestmöglich oder wenn möglich nicht der Name eures Hundes sein, weil den hören die einfach in allen möglichen Zusammenhängen und dann ist das abgenutzt und draußen zieht das natürlich gar nicht. Sondern das Aufmerksamkeitssignal sollte immer ein neutrales Geräusch sein. Ich benutze zum Beispiel immer ein Schnalzen. Super, fein. Und belohne natürlich gleich Egons Aufmerksamkeit. Ja, er guckt mich also an. Ich belohne das mit einem sozialen Kontakt, also mit einer Ansprache oder natürlich auch mit Futter. Nicht zu verwechseln ist das Aufmerksamkeitssignal mit dem Klicker. Auch wenn wir für unser Aufmerksamkeitssignal ein Klickgeräusch nehmen, also dieses Schnalzen, ist das trotzdem kein Klicker. Ein Klicker ist eine Verstärkung, eine positive. Den Klicker nutzen wir ja eher dazu, zu sagen, Sitz, führt der Hund das Kommando aus, Klick, Keks. Der Klicker ist ein Marker. Man muss die Dinge auseinanderhalten. Ein Aufmerksamkeitssignal ist also nicht zu verwechseln mit der Nutzung eines Klickers. Am besten konditioniert ihr dieses Aufmerksamkeitssignal erstmal reizarm, also ruhig zu Hause. Nun habe ich ja gerade gesagt, zu Hause sollte wenig passieren und draußen sollte eben mit euch interaktive Beschäftigung sein mit eurem Hund. Nichtsdestotrotz müssen wir das Aufmerksamkeitssignal erstmal üben und das könnt ihr natürlich zu Hause machen. Na, ihr nehmt also ein Stück Futter, setzt euer Aufmerksamkeitssignal. Ich warte mal, bis Egon ein bisschen wegguckt. Zieh den Keks hoch und belohne das dann. Nun setzt er sich automatisch hin, aber das ist erstmal unerheblich. Also euer Hund muss, wie gesagt, nicht sitzen, sondern nur gucken. Jetzt warte ich, bis er ein bisschen woanders wieder hinguckt, bis er ein bisschen abgelenkter ist. Super. Jetzt hatte Ines ihn abgelenkt, hat er kurz sich umgedreht und ich habe wieder das Aufmerksamkeitssignal gesetzt. Das übt ihr, wie gesagt, erstmal reizarm und versucht einfach mal immer so die ersten paar Meter, wenn ihr rausgekommen seid und mit eurem Hund an der kurzen Leine geht, dass ihr euren Hund einfach mal zusammen mit dem Aufmerksamkeitssignal ansprecht. Das heißt, ihr könnt den Namen eures Hundes ruhig sagen, Egon, und das Signal setzen, falls das noch nicht gleich funktioniert. Später lasst ihr den Namen einfach weg. Wie gesagt, die meisten Hunde reagieren ja auf ihren Namen gar nicht, aber in Verbindung mit dem Aufmerksamkeitssignal kann das erstmal ganz gut funktionieren. Wichtig ist auch, wenn euer Hund draußen, wie gesagt, euch total ignoriert und mit tausend anderen Sachen beschäftigt ist, dass ihr auch die Futterrationen entsprechend verändert. Das heißt, Futter, die meist, also
macht es zum Beispiel so, dass ihr ein bisschen was von der Ration, die der Hund abends bekäme, abzieht und die den Tag über verteilt auf die Spaziergänge verfüttert. Den Rest, also den Rest der Tagesration, bekommt euer Hund dann abends im Napf. Wenn euer Hund drin, also in der Wohnung, gut auf das Aufmerksamkeitssignal reagiert, Schluss, dann könnt ihr das natürlich auch nach außen verlagern. Wie gesagt, fangt damit erstmal entspannt an und natürlich erstmal auch in leichten Situationen. Wenn der Hund irgendwo schnüffelt, der braucht ja nicht mit dem Aufmerksamkeitssignal zu kommen, sondern macht das möglichst erstmal so, dass euer Hund auch eine Chance hat, das Richtige zu tun und vor allen Dingen es gut zu machen. Euer Hund trippelt da so neben euch her und in dem Moment könnt ihr ihn mal ansprechen, wenn er gerade mal mit nichts beschäftigt ist. Und dann kommt natürlich das Futter. Nun reicht das natürlich nicht, wenn unser Hund uns draußen permanent ignoriert, dass wir da ein bisschen mit dem Schnalzen kommen, sondern es ist natürlich auch wichtig, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dass wir draußen wirklich interaktive Beschäftigung haben mit unserem Hund und drin eben wenig passiert. Es ist immer ganz sinnvoll, auf eurer täglichen Gassi-Tour ein paar Stationen einzubauen. Ja, auch auf einer kurzen Tour einmal um den Block. Sucht euch Stationen. Was weiß ich, ihr habt zum Beispiel ein paar Poller. Schickt ihr den Hund um den Poller, belohnt ihr den. Ja, wie man ein paar Tricks draußen machen kann, da gibt es auch ein Video von mir und Egon zu. Da könnt ihr dann gern nochmal reinschauen, sodass ihr euch wirklich alles, was ihr auf der Straße findet, mit einbauen könnt. Na, also auf der Straße findet, damit meine ich natürlich Poller oder irgendwelche Fahrradständer, kann man alles mit einbauen. Diese Stationen sind ja immer die gleichen. Und jedes Mal, wenn ihr an diesen Stationen eben auch ein bisschen Action mit eurem Hund macht, dann wird euer Hund natürlich beim Spaziergang viel mehr damit beschäftigt sein, hey, diese Station, da habe ich mit Frauchen letztens ein bisschen Action gemacht. Daran erinnern sich die Hunde und dann sind sie eben beim Spaziergang mehr mit euch und den jeweiligen Stationen beschäftigt, als ja, in der Weltgeschichte unterwegs und sich mit irgendwelchen Außenreizen zu beschäftigen. Natürlich ist es wichtig, dass eure Hunde auch schnüffeln und auch dafür solltet ihr denen die Zeit und die Möglichkeit geben. Die sollen natürlich Zeitung lesen. Wer war hier? Nachbarskatze, Bello von nebenan. Nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, dass die Hunde nicht rauskommen und irgendwie nur im Außen sind, sondern dass sie das mit euch rausgehen, eben auch damit verbinden, dass viel mit euch zusammen passiert. Weitere Stationen, die ihr einbauen könnt, ist zum Beispiel der sogenannte Futterbaum oder eben auch Dummy-Arbeit. Also wir haben meinetwegen im Spaziergang eine Station Poller, also Hund um den Poller schicken. Wir haben eine Station Futterbaum und wir haben eine Station Dummy-Arbeit. Ja, zum Beispiel. Man kann das natürlich ganz kreativ gestalten. Der Futterbaum ist halt immer ganz gut, weil man ein bisschen grundgehorsam mitmacht. Das heißt, ihr setzt euren Hund ab, der muss warten, ne? Also er muss im Sitz oder im Platz sein, er muss warten, bis ihr den Futterbaum quasi präpariert habt. Dann geht ihr zurück zu eurem Hund und schickt den. Dazu sucht ihr euch einfach am besten immer auf eurem Spaziergang den gleichen Baum, weil ihr feststellen werdet, dass der Hund irgendwann diese Station selbstständig aufsucht und das einfordert und sagt, hey, guck mal, hier war doch immer unser Futterbaum. Und schon, zack, ist euer Hund eben nicht mehr außen beschäftigt, sondern mental einfach bei euch und eurem Spaziergang und den einzelnen Stationen. Wir haben hier mal so einen Baum. Es ist halt wichtig, dass der Baum eine Rinde hat, wo man die auch so ein bisschen reinstopfen kann, die Futterstücke. Also sucht euch schön borkige Bäume, wo ihr das ordentlich dazwischen drücken könnt. Ihr bringt also euren Hund ins Sitz und präpariert euren Futterbaum. Dann stopfe ich die hier so ein bisschen in die Rinde. Und euer Hund muss das natürlich aushalten. Das ist also der Grundgehorsam, von dem ich sprach. Das geht hier ganz schön schwer. Ich würde nie zu lange hier dran rumpopeln, weil eure Hunde das ja auch aushalten müssen. Geht ihr zurück, such's.
und schickt euren Hund an den Baum. Ja, seid mit euren Hunden. Wenn die das nicht finden, dann ja, such, super fein, such's. So, jetzt sucht er da weiter, der nächste ist aber hier, such's, jawohl, super. Ja, macht das mit euren Hunden zusammen. Geht mit, ja, helft denen, wenn die das nicht gleich finden, sagt ihr, hey, guck mal nochmal da, vielleicht findest du was, dass ihr quasi das gemeinsam macht und nicht nur den Hund losschickt und sagt, ja, dann such halt deine Kekse, sondern seid gemeinsam mit euren Hunden unterwegs. An der nächsten Station hier hinter mir, freies Feld, könnt ihr zum Beispiel eine Runde Dummyarbeit einbauen. Und weil ich das Ding jetzt in der Hand habe und der Egon so brav vor mir sitzt, werfe ich das auch einmal für ihn. Auch hier könnt ihr wahlweise euren Hund einfach schicken, hinter dem Dummy herlaufen lassen oder ihr baut ein bisschen Grundgehorsam ein, wie zum Beispiel Sitz, na, sitzen bleiben, werfen, schicken oder einfach auch nur jawohl, hinterherlaufen. Für alle die, die noch gar nicht wissen, wie das Apportieren funktioniert, sowohl die Hunde als auch die Menschen, gibt es natürlich auch dazu von mir und Egon ein Video, in dem der Aufbau des Apportierens ganz kleinschrittig erklärt wird. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Trainieren. Hinterlasst gerne noch einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal, Steffi und Egon.